genau, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Minecraft-Video. Heute kommt mal wieder ein weiteres Tutorial. Und zwar, wie repariert man eine Elytra? Wenn ihr mit der Elytra herumfliegt und manchmal abstürzt oder gegen einen Berg fliegt, dann geht die halt ein bisschen kaputt. Aber Leute, heute werde ich euch zeigen, wie man die repariert. Erstmal haben wir eine Elytra und ein Stack Phantomenbrano oder wie auch immer man diese nennen soll. Aber, und natürlich einen Armboss. Zuerst muss man die Elytra da reinpacken und dann die Phantomenbrano. Und dann erhält man eine Full Elytra. Es kostet nur einen Verzauberungskosten natürlich. Und dann hat man wieder eine niegelnagelneue Elytra. Auf jeden Fall, meine lieben Freunde, fragt euch wahrscheinlich, woher man diese Phantom-Dings bekommt. Die, vielleicht könnt ihr euch schon vorstellen, dass was mit Phantome zu tun hat, wenn es schon im Namen vorkommt. Diese werden von Phantomen gedroppt. Die müsst ihr natürlich zuerst töten, die Phantome. Nur, dass ihr zuerst 3 Nächte ohne Schlafen überleben müsst, da erst dann die Phantome kommen. Und dann müsst ihr die töten und mit etwas Glück dann droppen die Phantom-Dingsbimser. Aber Leute, es ist ja auch ein bisschen schwierig, die zu reparieren, weil ich meine, es ist halt nur ein Videospiel. Ja. Aber das war's schon mit dem heutigen Tutorial. Für noch mehr Tutorials, was ihr noch mehr wissen wollt, dann schreibt es mir da einfach unten in die Kommentare, kann ich euch gerne mal zeigen. Und vergesst nicht, das Video zu liken, wenn es euch geholfen und gefallen hat. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren coolen Videos mehr zu verpassen. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!